Willkommen zum sechsten Teil meiner Videos. Also, ich habe sehr viel anders gemacht. Erstens, ich habe nicht mehr den neueren Unity Browser, den 2.4, sondern ich habe jetzt den von 2018, den 2.3. Warum? Weil die Videos, die ich mir angeguckt habe, in dieser Version spielen, die neueren funktionieren irgendwie nicht. Also wenn ich es in der neuen Version mache, was die da halt sagen. Deswegen habe ich jetzt gestern die neue Version runtergeladen und genau, ich zeige euch mal, wie weit ich bin. Es lädt. Es ist sehr, also bis jetzt sind 2 Daumen nach oben oder 3. Ich glaube, 4 Daumen nach oben sind da. Könnte noch mehr werden bei dem 5. Teil. Naja, ihr bekommt die 5 Euro nicht. Aber ihr könnt es ja bekommen, indem ihr einfach das Video Nummer 5 einmal einen Daumen nach oben gebt. Ich verlinke euch das jetzt oben in der Infobox. Also jetzt oben in der Infobox wird das Video verlinkt. Also oben rechts. Ja, wie ihr seht, habe ich nicht sehr viel gemacht. Ich habe ein Background Material, ich habe ein Quad erstellt. Dieser Quad sollte eigentlich mit dem Script, den wir hier angefertigt haben, den habe ich euch ja schon letztes Mal gezeigt, den Script habe ich geschrieben. Aber der funktioniert noch nicht ganz. Da muss ich noch ein paar Sachen machen. Bis jetzt habe ich das alles geschrieben. Das ist einmal für den Hintergrund. Also hier wird die Höhe einmal berechnet, hier die Breite einmal berechnet und hier wird der Background skaliert. Ja. Das hat noch nicht ganz gut geklappt. Da muss ich noch Sachen verändern. Das könnten wir hier mal Background nennen, weil das ein Background sein wird. Also Background. So. Da schieben wir einmal unser Material drauf. Also unser Background Material. So, jetzt haben wir schon mal sowas. Das ist jetzt das, was passieren würde. Aber indem wir jetzt den Script, den wir hier gemacht haben, da reinziehen, sollte das passieren. Aber irgendwie kommt dann immer diese Fehlermeldung. Und zwar, can't add script behavior assembly info the script, bla bla bla. Auf jeden Fall, es geht nicht. Und hier in dieser, also hier in diesem Meldungsding steht es auch nochmal hier beschrieben. Ja, das wurde um 16:26 Uhr, ja, das passt. Also das ist jetzt das, was hier ist. Also hier steht, the reference script and now. Warte mal, ich kopiere mir mal das Ganze hier und ziehe das dann mal in den Google-Übersetzer. Ich kann das jetzt nicht, da war es gerade, ich bin nicht drauf gegangen. Also einmal Englisch, Deutsch. So, einmal den Text eingeben. Also das referenzierte Script unbekannt zu diesem Verhalten fehlt. Okay. Jetzt nehmen wir mal das andere, was da steht. Das ist das, was ich. Nee, das hatte ich. Dann lösche ich das hier mal. Da waren wir. Dann kopiere ich mal das hier und gehe hier rein. Das hier wird einmal weggemacht und dann wird hier Steuerung V ein. Hier steht, das referenzierte Script zu diesem Verhalten Spielobjekt-Hintergrund fehlt. Okay, dann gucken wir uns einmal das Video an. Ja, also einmal 2D. 2D Endless Runner Unity Tutorial.
Ich habe dieses Tutorial hier einmal angeguckt. Hallo und willkommen! In diesem Video erstellen wir gemeinsam einen Endless Runner in 2D. Da kommt nun hinein... Also, ich habe das hier auch abgeschrieben. Ich gucke gleich nochmal, ob das alles richtig ist. Eigentlich müsste alles richtig sein. Mein C-Sharp-Script-Datei, also hier dieser Windows-Ding da, das hat da ganz viele Fehlermeldungen gegeben und müsste eigentlich auch, wenn da irgendwas falsch ist, alles sagen. So, okay. Float, High, Camera, Mine, Orthographic, Size, 2F. Okay. Steht das hier? Float, High, Camera, Main, Orthographic, Orthographic Size. Ja. Also, das erste haben wir schon mal richtig. Das zweite Float, Rigid, bla bla bla. Warte, ich mach mal hier halbe Seite. Schieb das hier einmal zack so rüber und öffne das. Also... Kann ich das hier rüberschieben? Sieht nicht so aus wie dieses Problemchen. Okay, dann so. Also, dududun, hi, Sternchen, Screen, BD hat with Screen, hi, okay, Punkt halt. Okay, ist auch richtig. Transform Local Scale New Vector 3 bla 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 0. Dann steht da unten Q-Frame, okay, alles richtig. Also ich sehe keinen Fehler. Ich guck gerade nochmal durch. Ohne Start Update Void Start. Okay, dann speichern wir das Script nochmal. Vielleicht wurde das irgendwie nicht richtig übernommen. Also hier steht The Game Object Background Field is missing. Und dann steht hier The Script Unknown und The Behavior is missing. Okay, Background gibt es jetzt. Habe ich hier in diesen Ding irgendwas mit Background stehen? Eigentlich nicht. Dann gehen wir jetzt auf Project, nehmen die Datei nochmal und versuchen sie hier nochmal hinzuzufügen. Hier steht wieder bla 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 bla, das Script read mono bla bla bla. Ja, das ist das Problem, was immer und immer und immer und immer wieder aufkommt. Da werde ich nochmal meinen Onkel fragen, der wird bestimmt weiter wissen. Ja, die Spielfiguren, die ich programmiert habe und schon mal animiert habe, die muss ich auch noch rüberziehen. Das kann ich jetzt auch mal zum Teil noch machen. Ja, das war's jetzt auch schon mit meinem Video, glaube ich. Oder weiß ich. Warte, ich ziehe das nochmal rüber und gucke, ob es überhaupt klappt. Also, hier steht, es geht nicht. Weil die Version zu alt ist. Okay, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr oben links einmal ein Abo dalassen. Oben rechts seht ihr das Video, also die Playlist. Von den Kochvideos unten links seht ihr die Playlist von den Schrickvideos, wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche Fragen habt, schreibt es da gerne rein in die Kommentare. Unten rechts könnt ihr einmal die Playlist von ihr sehen, wie im Garten das Projekt starten wird im März oder Mai war das, glaube ich. Genau, das war's mit meinem Video und ciao, Leute!